körperlich-seelische Symptome verstehen für dich oder dein Pferd. Sind Symptome nicht besser bei einem Arzt, bei einem Homöopathen, Osteopathen, für dein Pferd, bei einer Tierärztin oder Pferdeosteopathin aufgehoben? Definitiv. Doch wenn du in einem dieser Berufe arbeitest, kennst du das sicher auch, dass du manchmal mit deinen Methoden an Grenzen stößt. Dann liegt es oft sicher nicht an deiner Methode, sondern dann fehlt der systemische Blick auf das Symptom. Das Wort Symptom kommt ja aus dem Griechischen und heißt Anzeichen. Und dann gönnen wir oft diese Anzeichen, diese Sprache des Symptoms nicht verstehen, weil wir dann mit dem systemischen Blick darauf schauen müssen. Ich bin Christine Hustoliana. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich bin systemische Körperpsychotherapeutin und anerkannte Lehrtherapeutin in der Deutschen Gesellschaft für Systemaufstellungen. Und arbeite und lehre meinen systemischen Blick hier in meinem Institut für systemische Lösungen in der Maremma Toskana. Da sitze ich auch draußen in der Natur, denn mein Institut ist eingebettet in eine wunderbare Naturlandschaft auf unserem Landgut Podere Carbone. Ja, Symptome. Seit 34 Jahren kommen Menschen zu mir in Zusammenarbeit mit Ärzten, Heilpraktikern, Tierärzten, Osteopathen, Pferdeosteopathen, Reittrainern, um meinen Blick auf die Symptome der Menschen zu lenken und ihnen zu guten Problemlösungen zu verhelfen, wie zum Beispiel ein 12-jähriger Junge, der einkotete und mir von einer homöopathischen Ärztin geschickt wurde. Ein Hengst, der lahmte und der Tierarzt nach einem halben Jahr an seine Grenzen stieß. Eine Stute, die immer wieder kolikte und man nicht wirklich herausfand, warum. Eine Unbeweglichkeit des Armes einer Klientin und nach 3 Jahren verschiedenster Behandlungen konnte sie ihren Arm nur noch auf Schulterhöhe bewegen. Und. Dann ist es wirklich wichtig, den systemischen Blick auf das System, in dem dieser Mensch oder in diesem Fall das Pferd lebt, zu lenken. Du sollst nämlich wissen, dass wir in unterschiedlichen Systemen leben.
Wir leben in einem Gegenwartssystem. Wir kommen aus einem Ursprungssystem. Wir arbeiten in einem Organisationssystem oder sogar in mehreren. Wir kommen aus einer Kultur. Wir leben in einem Land. Das sind alles Systeme, die einen großen Einfluss auf uns oder unser Pferd haben. Denn auch unser Pferd lebt in solchen Systemen, aber zusätzlich noch gehört es zu unserem Familiensystem. Und dann solltest du wissen, dass in diesen Systemen sehr, sehr oft unverarbeitete Gefühle wirken, die dann von uns unbewusst übernommen werden. Wir sprechen dann von übernommenen Gefühlen. Oder noch schlimmer, unverarbeitete Traumata, und zwar oft über Generationen. Da sprechen wir dann von Epigenetik oder von transgenerationalen Traumata. Die haben dann auf uns einen großen Einfluss und dadurch können wir Symptome entwickeln und krank werden. Und das auch unser Pferd oder unsere Tiere. Du solltest auch wissen, dass jedes System wirkt wie ein Gleichgewichtsorgan. Es möchte immer im Gleichgewicht bleiben, damit das Leben auf bestmöglichste Weise weitergeht. Aber das hat einen Preis, denn dieses Organ schaut nicht auf den Einzelnen. Und dadurch kann dann unbewusst jemand dieses Gleichgewicht so herstellen, dass er krank wird. Ja, wenn du in einem dieser Berufe arbeitest, wenn du auch als Laie daran interessiert bist, an dem systemischen Blick auf Symptome, dann komm doch in mein Webinar, das ich zu diesem Thema gebe, am 27. Mai, das ist ein Mittwoch, abends um 20 Uhr. Ich verlinke jetzt den Link, den Einladungslink hier in diesem Video und dann bist du herzlich eingeladen, dir den Link erstmal abzuholen und dann natürlich in mein Webinar zu kommen. Es wird 1 bis 1,5 Stunden dauern. Es ist kostenlos und da spreche ich über körperlich-seelische Symptome verstehen für dich oder dein Pferd. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Herzlich alles Gute aus der Maremma, Toskana.
Christine Ustoljana. Ciao.